Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von Spurlos Verschwunden. Heute beschäftigen wir uns mit den beiden Vermissten Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner aus dem Mühlviertel. Das liegt in Oberösterreich. Beginnen möchte ich auf dem Forum All Mystery, ein Forum, das ich generell jedem ans Herz legen kann, der sich für Kriminalfälle interessiert und gerne darüber diskutiert. Es gibt hier bereits einen Thread über Maximilian und Andreas. Beginnen wir mal mit den Grundlagen. Herzliches Dankeschön an Sophie oder Safi für das Erstellen dieses Themas. Seit dem 11. September 2015 fehlt von zwei jungen Mühlviertlern, damals beide 26 Jahre alt, jede Spur. An diesem Abend waren sie mit zwei Freunden zu Hause bei Maximilian Baumgartner, die jedoch gegen Mitternacht die Wohnung verließen. Die Freunde waren mit einem silbernen Citroën BX, Baujahr 1987, mit dem Kennzeichen UU, das steht für Urfer Umgebung, das ist sozusagen eine Stadt im Mühlviertel, UU883DP unterwegs. Um circa 12:30 in der Nacht, also 0:30 Uhr, hat der Maximilian Baumgartner das letzte Mal telefoniert mit einer Freundin und danach wurde das Handy abgeschalten. Gegen 2:30 Uhr in der Nacht sind die beiden dann mit dem silbergrauen Citroën BX Baujahr 1987 von Maximilian Baumgartner auf der B126 in Richtung Tschechien gefahren. Man hat sie da auf einem Kreisverkehr geblitzt oder beziehungsweise ist es von einer Verkehrskamera festgehalten worden, das Auto, und das Kennzeichen erfasst worden. Und es ist die letzte Spur, die die beiden hinterlassen haben. Es gibt dann noch einen vermutlich letztes Signal vom Handy, das am 14. September abgesetzt wurde. Das sind 3 Tage nach dem Verschwinden. In der Ortschaft Waldschlag, das ist in der Gemeinde Oberneukirchen. Ja, man weiß nicht, warum das genau dort abgegeben worden ist, ob das ein Fehler ist, ob irgendwie eine Verbindung fehlgeschlagen hat oder was genau sich da abgespielt hat. Seit diesem Verschwinden gibt's keine Kontobewegungen, was immer ganz schlecht ist bei vermissten Fällen. Ohne Geld kommt man ja bekanntlich nicht weit, und wenn sie sich jetzt nicht bewusst irgendetwas vorab auf die Seite gelegt haben, dann ist es wahrscheinlich, dass ihnen etwas zugestoßen ist und unwahrscheinlich, dass sie sich abgesetzt haben oder aus Abenteuerlust eine Reise angetreten haben. Ja, die Reisepässe haben sie auch nicht mitgenommen. Man muss aber dazu sagen, dass man die Reisepässe, wenn man jetzt nach Vichybrod fährt, was die beiden ja vermutlich gemacht haben, die auch nicht braucht. Also da wird ja keinesfalls irgendwie kontrolliert, das ist nicht notwendig. Also wenn sie jetzt vorgehabt haben, nur nach Vichybrod zu fahren, wären die nicht notwendig gewesen. Aber wenn sie eben vorgehabt hätten, sich abzusetzen, ein neues Leben anzufangen, was auch immer. Solche Spekulationen gibt es ja oft bei vermissten Fällen. Kann man wahrscheinlich eher ausschließen. Das Handy von Andreas Leitner wurde in der Wohnung von Maximilian Baumgartner gefunden. Warum das jetzt dort lag, weiß ich nicht. Kann sein, dass er es vergessen hat. Kann sein, dass der Akku sowieso aus war. Da kann man viel spekulieren. Es wird generell sehr viel spekuliert bei diesem Fall. Logischerweise, wenn jemand so lange vermisst ist. Es gab eine Helikoptersuche im Grenzgebiet. Man wollte da praktisch das Unfallwrack finden, weil man natürlich vermutet hat, dass es vielleicht einen Unfall gab und man die beiden nur nicht gefunden hat und sie irgendwie so ein bisschen abgelegen irgendwo sind und man sie dann so findet. Das ist aber leider nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Ja, es ist ein auffälliges Auto in dem Sinn, weil es so alt ist. Also wie gesagt, Baujahr 1987. Das Auto selbst ist silbergrau und es hat aber auffällige Seitentüren, weil es ab der Zierleiste schwarz lackiert sind. So etwas sieht man ja doch nicht so häufig. Dann kommen wir zur Personenbeschreibung.
Maximilian Baumgartner ist ca. 1,80 Meter groß, von mittlerer Statur, hat braune kurze Haare und ist vermutlich mit Jeans und einem Hemd bekleidet. Andreas Leitner ist um eine Spur kleiner, man beschreibt ihn als korpulent, er hat dunkelbraune kurze Haare und vermutlich eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt an. Das vermutlich steht da deshalb, weil das wahrscheinlich die Beschreibung ist, die Freunde abgegeben haben, die mit ihnen da Bier getrunken haben an diesem Abend und dann schon früher heimgefahren sind. Es ist also aber natürlich durchaus möglich, dass die in der Zeit zwischen dem Heimgehen der Freunde und dem Wegfahren mit dem Auto einen Kleiderwechsel vorgenommen haben. Es ist also nicht fix bestätigt, dass die mit dieser Kleidung dann aufgebrochen sind. Dann kommen wir kurz zur vermutlichen Strecke. Also das ist die sozusagen Google Maps vorschlägt. Die geht über die B126 und bei wenig Verkehr dauert das Ganze nur 6 Minuten. Man kann davon ausgehen, dass da wenig Verkehr war, weil es ja mitten in der Nacht war. So, das Mühlviertel ist jetzt nicht so eine bevölkerungsdichte Region, dass da auf einer Bundesstraße ein hohes Verkehrsaufkommen mitten in der Nacht ist. Dann schauen wir uns die beiden noch einmal genauer an, damit ihr die auch gesehen habt. Das ist der Andreas Leitner. Und das ist der Maximilian Baumgartner. Das hier ist ein Bericht aus den oberösterreichischen Nachrichten, also das Bundesland, in dem die beiden verschwunden sind. Der Artikel ist jetzt vom 29. November 2015, also noch im selben Jahr, knapp 2 Monate später. Es wird jetzt nach den beiden mittlerweile schon europaweit gefahndet. Man hat das Grenzgebiet großräumig abgesucht, alles ohne Ergebnis. Bankkontobewegungen gab es leider überhaupt keine. Und da erfahren wir dann auch noch, dass das Mobiltelefon seit dem Tag des Verschwindens abgeschaltet ist von Maximilian Baumgartner und dass der Andreas Leitner eben das Mobiltelefon daheim gelassen hat. Ja, da ist halt die Frage, wurde es abgeschaltet oder ist einfach der Akku ausgegangen, weil das ist ja schon nochmal ein Unterschied, ob ich das Handy bewusst ausschalte, damit ich nicht, weiß ich nicht, geortet werden kann oder nicht angerufen werden kann, aus welchem Grund auch immer. Oder geht mir der Akku aus und es ist deshalb eben ausgeschalten. Man hat dann natürlich auch in diversen tschechischen Krankenhäusern angerufen und auch in Gefängnissen, weil man weiß ja nie, was die beiden theoretisch angestellt haben könnten. Und da ist man leider nicht fündig geworden. Die zwei sind auch schon seit dem Kindergartenalter miteinander befreundet und die haben wirklich viel Zeit miteinander verbracht. Muss an dieser Stelle auch angemerkt werden, also der Andreas war beim Maximilian oft auf Besuch und umgekehrt. Ja. Dann sehen wir hier noch einmal einen Artikel aus dem Kurier und da ist auch die Mutter vom Andreas Leitner zu sehen, die natürlich, wie man sich vorstellen kann, extrem unter der Situation leidet. Das ist mittlerweile Ende November. Es wird nichts gehört von ihrem Sohn, weiß nicht, wo er ist, weiß nicht, was ihm passiert ist. Da sieht man sie praktisch mit einem Bild vom Andreas und sie sagt, ihr Name ist Ernestine Leitner. Zitat: Dass der Andi einfach verschwindet, ohne vorher etwas zu sagen, ist unvorstellbar. So etwas würde er mir nie antun. Ich befürchte, dass er einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Also sie ist da wirklich fertig deshalb und hofft jetzt was zu hören, aber ja, wir haben jetzt 4 Jahre später fast und es ist leider immer noch überhaupt kein Lebenszeichen oder irgendein Zeichen, ja, was da passiert sein könnte. Nichts. Kommen wir da zur nächsten Tragödie, die sich da abspielt in diesem vermissten Fall, als wäre es nicht schon schlimm genug, dass da 2 junge Männer einfach so verschwinden, ohne irgendeine Spur zu hinterlassen. Jetzt ist auch noch der Vater von einem der beiden gestorben, nämlich der Vater von Maximilian Baumgartner, ist knapp ein Jahr später an einem schweren Verkehrsunfall verunglückt. Da sieht man eine Aufnahme von dieser Stelle. Also man muss sagen, diese Familie da ist wirklich schwer gezeichnet. Ja, die machen sich, es ist wirklich unvorstellbar, was die sich durchmachen und was für einem Leid die ausgesetzt sind. Das ist nur so eine Information zwischendurch. Also es ist schon ein Elternteil der beiden ums Leben gekommen, ohne jemals
erfahren zu haben, was mit seinem Sohn passiert ist. Kommen wir zu einem Artikel aus dem Jahr 2018, also letztes Jahr, knapp vor einem Jahr. Seit 3 Jahren fehlt von 2 Mühlviertlern jede Spur. Auch eine 10.000 Euro Prämie brachte keinen Hinweis, keine einzige neue Spur. Seit dem 12. September 2015 sind 2 Mühlviertler-Freunde wie vom Erdboden verschluckt. Ein Rätsel, das wohl nur Kommissar Zufall lösen wird können. Hier ist übrigens der 12. September 2015 angegeben und nicht der 11., weil es mitten in der Nacht war um 12:30 und ja, je nachdem, ob man jetzt die Aussage der Freunde, die sie noch lebend gesehen haben, als letzte Sichtung betrachtet oder die der Verkehrskamera, je nachdem kann man eben den 11. oder den 12. September auswählen als Datum des Verschwindens, aber es war eigentlich um Mitternacht herum. Es ist jetzt nicht groß von Bedeutung. Es gibt auch eine Facebook-Seite, die sich Vermisst werden Max Baumgartner und Andreas Leitner nennt. Es ist schon sehr berührend, wenn man das liest. Also am 4. Oktober 2018 gratulieren die da dem Max zum 30. Geburtstag. Er wird schwer vermisst. Da ist jetzt ein Eintrag vom 24. Februar 2018. Den möchte ich kurz vorlesen. Immer und immer wieder seid ihr Teil unserer Gedanken. Daher nochmal und immer wieder. Wer weiß, was in jener Nacht geschehen ist. Wenn ihr in Tschechien ausgeht, haltet eure Ohren offen. Irgendwann wird ans Licht kommen, was geschehen ist. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Also das ist ein Statement der Facebook-Seite. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wer die betreibt. Ja, also es ist wirklich mittlerweile jetzt 4 Jahre her. Und es gibt überhaupt kein Lebenszeichen. Was auch wirklich sehr mysteriös ist an der Sache, und da kommen wir jetzt auch gleich abschließend zu den Überlegungen, die es gibt zu diesem Fall. Es ist so, dass da sehr viele Spekulationen gibt natürlich. Ja, also es sind 2 junge Männer, die mitten in der Nacht losfahren. Man weiß nicht genau warum. Sie dürften vorher mit einer Freundin telefoniert haben und die irgendwie noch zum Vorbeikommen beziehungsweise ja zum Trinken oder so überreden haben wollen. Die ist aber schon müde gewesen und ins Bett gegangen. Die hat dann auch nimmer abgehoben. Und es gibt halt, ja, wie gesagt, viele Spekulationen. Natürlich, die erste Theorie ist ein Unfall. Und ich glaube, das ist auch, ja, etwas, das wahrscheinlich ist zumindest. Man muss aber halt auch sagen, dass die Straßen im Mühlviertel gut sind. Also ich bin auch selbst schon öfter nach Mischibrot gefahren. Das ist jetzt überhaupt nicht so, dass man da davon ausgehen kann, irgendwie, dass das jetzt so schlecht gesicherte Straßen an irgendwelchen Abgründen vorbei wären, wo man sagt, ja, das ist, und drunter ist Gebüsch, dass die da einfach verschwinden können. Ganz im Gegenteil, der Großteil der Straßen liegt in Österreich und sind gut erhaltene Straßen. Kann man nicht jetzt davon ausgehen, dass das jetzt etwas ist, wo ein schlimmer Unfall passiert und man findet das Auto nicht. Da ist halt die Frage, warum er sie bis heute nirgendwo gefunden hat, ja. Also wirklich nichts. Nicht mal das Auto oder sonst irgendwas. Also so viele Gewässer gibt es jetzt auch nicht in dem Bereich, dass man davon ausgehen kann. Ja, und der nächste Punkt ist ein Verbrechen. Und ja, es gibt anscheinend in Vichybrod eine Rotlichtszene. Kurz zu Vichybrod, weil ich bin selbst aus Oberösterreich und schon oft früher, also vor diesem Verschwinden und zu dieser Zeit, mittlerweile nicht mehr, es hat sich einiges geändert, bin ich oft nach Vichybrod gefahren, einkaufen. Und es war halt so, dass es praktisch so, ja, Zelthäuser ein bisschen waren, wo Asiaten Waren verkauft haben, günstige Kleidung, Taschen und so weiter, also so typischer Markt halt, wo man günstige Sachen bekommt, und so gab es auch sozusagen so Hinterräume, wo man hingehen konnte mit den Verkäufern, und da gab es dann gefälschte Louis Vuitton-Taschen und die Dinge, die sie halt nicht offen ausstellen konnten vorne. Ich habe da auch Pfefferspray gesehen, was ich persönlich nicht gesehen habe, was aber anscheinend, zumindest behaupten, dass Leute dort auch verkauft worden sein soll, sind Drogen und Waffen.
Davon weiß ich nichts, ich habe es nicht gesehen, mir ist es auch nie angeboten worden. Und ja, von daher kann ich dazu leider nicht so viel sagen. Es steht aber im Raum, dass es sowas gab, aber das bezieht sich jetzt eh nicht auf den Tag, wo die verschwunden sind. Aber generell ist das jetzt nicht so eine Gegend, die irgendwie so vor Kriminalität trifft, ne? So, die schon so voll suspekt ist, wo man eigentlich gar nicht hinfahren soll. Im Gegenteil, es gibt da viele Lokale, wo man essen gehen kann, ganz normal als Familie günstig. Es gibt da Kosmetiker, Zahnärzte, wo man eben sich günstiger was machen lassen kann. Was nicht, Fußpflege um 5 Euro oder irgend solche Sachen. Halt damals, ja, mittlerweile ist das ja auch schon teurer geworden, aber so war das halt, ne? Und es ist anscheinend aber so, dass es mittlerweile da diese Stände nicht mehr gibt und es jetzt irgendwie gegen so Hallen ausgetauscht worden ist, wo das irgendwie mehr befestigt ist und nicht mehr so diese ungesicherten Halbzelte, die da stehen mit den Waren. Ja, das, also es ist mittlerweile auch anders, wenn man dorthin fährt. Es gibt dort anscheinend schon solche Dinge wie Casinos und ein Rotlichtmilieu. Da ist halt die Frage, man weiß nicht, warum die beiden in die Richtung gefahren sind. Wollten die ins Casino gehen? Wollten die eventuell eine Prostituierte zum Beispiel aufsuchen? Das sind alles nur Spekulationen. Kann man überhaupt nicht sagen. Was ich gelesen habe, muss man unbedingt dazu sagen, ist, dass die Familien gesagt haben, dass die beiden, der Maximilian als auch der Andreas, sehr heimatbezogen waren. Das bedeutet, die haben, ja, wenn's mal nach Linz einen Ausflug gemacht haben, das ist sozusagen die Hauptstadt des Bundeslandes Oberösterreich, dann war das eh schon viel. Also sie haben sich wohlgefühlt dort, wo sie gelebt haben. Sie waren jetzt nicht groß abenteuerlustig und an und für sich keine Draufgänger in dem Sinn oder so. Ja, also waren auch recht sozusagen, ja, ruhige Typen, die dort halt im Müllviertel gelebt haben, zufrieden damit waren und ja, also jetzt keine Menschen, wo man irgendwie sagt, ja, da gäbe es jetzt die Vermutung, dass sie jetzt ganz sicher rübergefahren sind, um da irgendein ein Bordell aufzusuchen oder so. Ja, das sagt die Familie ganz eindeutig und die kennen die beiden am besten. Also will ich da nicht rumspekulieren und irgendwelche Behauptungen aufstellen, die ich überhaupt nicht belegen kann. Ja, dieses Verbrechen in der Rotlichtszene, ja. Man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. Das ist pure Spekulation. Und genau, dann die nächste Theorie. Sie wollten untertauchen. Also ich glaube, es gibt bessere Wege unterzutauchen, als nach einem gemeinsamen Abend mit Freunden, wo man ein paar Bier getrunken hat. So spontan, ohne irgendwas zu packen. Also das wäre ein sehr schlecht geplantes Untertauchen. Vor allem müssten sie da ja davor auch einiges an Geld auf die Seite gelegt haben, da sie ja die Konten bis heute nicht angerührt haben. Wie wahrscheinlich das ist, können wahrscheinlich nur, ja, die näheren Verwandten oder Freunde bestätigen oder verneinen. Ja, das kann man als Außenstehender überhaupt nicht sagen, ob sowas möglich ist oder nicht. Als letzten Punkt gibt's dann noch den Suizid. Ob der jetzt gemeinsam war oder vielleicht ein erweiterter Suizid, das ist auch nur im Raum der Spekulationen. Der Unterschied zwischen einem gemeinsamen und einem erweiterten Suizid ist der, dass bei einem gemeinsamen Suizid beide Personen beschließen, gemeinsam aus dem Leben zu scheiden, und bei einem erweiterten Suizid ist es so, dass eine Person suizidal ist, sich töten möchte und die andere Person sozusagen eigentlich gegen ihren Willen mitnimmt. Ja. Also das wäre zum Beispiel der Fall, wenn jetzt einer der beiden bewusst mit dem Auto irgendwo runterfährt, weil er sich selbst töten möchte und den anderen mitnimmt, aus welchen Gründen auch immer. Das ist aber eine Wahrscheinlichkeit, die ist von den Eltern der beiden nie irgendwie in Betracht gezogen worden. Also sie waren, einer war arbeitslos, aber das ist jetzt wirklich noch lange kein Grund, dass man sagt, das ist jetzt ein, weiß nicht, das alleine wäre jetzt ein Grund, dass man sagt, jemand möchte Suizid begehen. Ja, ich meine, es wäre ja abstrus. Und von daher, ja, beide hatten ein stabiles Umfeld und waren da gut verankert in ihrer Gemeinde und
hatten Freunde und so, also ja, ausschließen kann man es natürlich nie. Ja, man kann in einen Mensch nicht hineinschauen. Man kann das nicht beurteilen als Außenstehender bezüglich des Signals, das dann auch ausgeschickt wurde, 3 Tage später von dem Handy. Ja, ist halt die Frage, ob das nicht nur irgendein Fehler war. Ja, also ich kenne mich da leider nicht gut genug aus mit solchen Störungen, was da passiert sein könnte. Also es bleibt ein großes Rätsel und ja, man kann nur hoffen, dass es irgendwann zeitnah vor allem aufgeklärt wird oder dass die beiden gefunden werden, damit die Eltern auch Gewissheit haben und wissen, was mit ihren Kindern passiert ist. Ja, das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig und sind jetzt mittlerweile 4 Jahre, das muss man sich mal erst vorstellen, was das bedeutet, 4 Jahre diese Ungewissheit ertragen zu müssen im Prinzip. Ja. Man kann nur hoffen, dass es da bald Gewissheit gibt für die Eltern und auch für die Freunde von Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner. Zum Abschluss noch einmal Bilder der beiden. Und wenn du etwas weißt oder etwas gehört hast oder die beiden zur fraglichen Zeit in Tschechien gesehen hast, wende dich bitte an die Polizei. Und ich wünsche der Familie und den Freunden der beiden, dass dieser Fall so bald wie möglich aufgeklärt wird. Bis zum nächsten Mal und alles Gute. Und ich freue mich über Input, über Vorschläge, über Verbesserungsvorschläge, Anregungen und so weiter. Jede Form der konstruktiven Kritik. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche zu Videos habt oder irgendetwas loswerden möchtet, schreibt es doch bitte einfach in die Kommentare. Und wenn euch dieses Format gefallen hat, lasst doch bitte ein Abonnement oder ein Gefällt mir da. Dankeschön und bis hoffentlich bald. Ciao.